Okay, dann wollen wir doch hier nochmal weitermachen. Ja, gerade eben wieder hier auf diesen stählernen Rätsel angekommen. Das ist offensichtlich. Nicht das, wo jetzt diese Presse ist. Na, werden wir schon finden. Hier unten kann es eigentlich nicht sein. Wir müssen aber da durch. Ja, hier kommen wir nicht drüber. Könnten wir das da hinschieben? Nö. Nö, das geht nicht. Also die Kiste kommen wir nicht da. Wir haben ja hier eine Kiste stehen, aber die passt. Geht auf jeden Fall nicht um die Ecke hier rum. Naja, na gut. Hier unten welche Schalter. Nein, nein. Na gut. Hier können wir aber recht gut kämpfen. Ja, das passt. Genau. Und wir haben jetzt. Und hier gehe ich mal fast davon aus, dass man sich wahrscheinlich entscheiden muss zwischen Stoßeinwirkung, 15% Chance auf Stun. Und das, der Stun selber hat nochmal eine Abklingzeit, dass er überhaupt wieder drauf. Also ist nicht ganz schlecht, aber ist halt mit 15% auch nicht so, dass man sich unbedingt drauf verlassen kann. Und 3 Sekunden ist jetzt auch nicht extremst lang, wenn man die normale Recovery-Zeit schon bei einer 1,6 Sekunden ist. In der Nähe des Primärziels, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt extremst nützlich in den meisten Fällen, aber 35%. Ja, vielleicht sogar noch eher als das andere. Wir könnten natürlich mal schauen, ob man vielleicht sogar beides lernen kann. Aber ich denke mal nicht, ja. Ja, der Schaden ist erstmal das Wichtigste. Ich nehme mal diesen Flächenschaden wahrscheinlich. Na, ich weiß nicht. 35% ist auch nicht wirklich viel. Also da reinzuhauen und dann 10 Mann vor sich stehen zu haben, klingt auch nicht wirklich sinnvoll. Vielleicht ist wirklich dieser Stun besser. Ah ja, 15% für 3 Sekunden Leben, klingt halt auch nicht. Und dann hatte das Ding auch noch einen Cooldown. Die Sache ist halt, das macht halt ein bisschen Schaden, aber ich denke mal nicht, dass uns das wirklich jemals das Leben retten könnte. Das könnte es vielleicht. Andererseits wollen wir auch eigentlich so viel wie möglich Schaden machen. Naja, gut. Was haben wir hier denn? Angriffskoordinator. Erhöht die permanente Präzision deiner Waffenangriffe. Jeder kritische Treffer. Also, wir kriegen erstmal Genauigkeit an sich dazu. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. Und kriegen bei jedem dritten kritischen Treffer, was vielleicht nicht so extrem häufig ist, 7% unserer maximalen Integrität zurück, was auch nicht besonders viel ist. Okay. Aber diese plus 30% Genauigkeit ist wahrscheinlich schon einiges wert. Konterangriffsvorrichtung. Ja, einmal plus 30% auf Ausweichen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, aber wir wollen eigentlich kritische Trefferchance recht hoch. Ich denke mal, wenn wir das noch dazu nehmen. Ich denke, das gefällt mir schon mal besser. Ich will halt erstmal hauptsächlich offensiv sein. Wir werden, wenn wir noch Zusatzpunkte haben,
ja dann mal hier auf diese Integrität und so weiter gehen und da sollte man dann ein bisschen was aussehen. Das ist ja auch eine defensive Sache hier, von daher. Ich denke mal, so passt das schon. Genauigkeit 57, genau. So, haben schon 116 Schaden. Ja, ich denke mal, das sollte schon so passen. So, hier von vorn kommen Feuerbälle. Ach ja, das war ja das. Jetzt erinnere ich mich. Wo es irgendwie einen Weg darüber geben muss. Es sieht aber auch nicht unbedingt so aus, als ob man das einfach mit einer normalen Kiste schaffen könnte. Wo auch die Frage wäre, wo die herkommen sollte. Ich meine, theoretisch könnte es irgendwie was sein, gehe hier lang, ne? Durch irgendwie so einen Geheimgang von hier aus vielleicht. Natürlich ist doch von hinten noch einer dabei. Na, wo ist er? So einer ist das, ah, okay. Okay, das war wohl ein dritter Crit. Ach ja, Zahnrad. I need to put some raw material onto the platform. There's gotta be something around here somewhere. Und hier hatten wir eins von dreien auch gefunden, ja. There we go, now there are two of them. Aber bestimmt nichts Sinnvolles drin hier. Ja. Dann können wir wohl genauso gut auch noch mal hier lang gehen. Aber wenn wir noch mal Gegner finden, ist uns das ja grundlegend eigentlich schon recht. Hier später schieben, wird irgendwas zu bedeuten haben, dann machen wir mit später natürlich auch später und wir müssen jetzt hier durch, genau. Hinter den Rohren. Ja. Jetzt sagen wir nicht in irgendein Loch reinfallen, einfach so beim Rückwärtslaufen. Oder seitwärts, je nachdem.
gerade einen Gegner gesehen? Ach nein, das war das Gitter hier. Sieht nicht nach einem echten Game Over aus, oder? Ah, what the hell happened? My head hurts so bad. That thing, whatever it was, it completely drained my rig of energy. It needs recharging now. I have to be more careful. It could have ended up much worse. Was meint ihr mit, wir müssen es jetzt wieder auffüllen? Das kann mal weg. Und somit kommen wir doch nicht einfach so hier hin. Aber irgendwie muss man doch da hinkommen. Ich meine, könnte jetzt sein, es geht nochmal. Aber. Muss ihn wieder aufladen. Was heißt das eigentlich? Also dass hier unsere Energiewert jetzt runtergegangen ist, der füllt sich ja von selber wieder auf. Okay, 100 Türen. Ein Hinterhalt, wer hätte denn das gedacht? Da müssen wir mit Nahkampf schießen hier. Ja. Gleich double gefuckt. Gleich das hier machen? Nein. Okay. Ich würde mal sagen, das ging ja mal noch. Also, einfach nur, sage ich, nur die Hälfte unserer HP verloren. Muss doch irgendwas sein. Komm schon, Secret. Secret. Aber es muss schon mal zugeben, die Secrets sind durchaus gut versteckt. Das ist einfach nur so, als ob das da hinten hupft.
Ende des Levels. Also irgendwie muss es hier von der zweiten Seite aus dahin gehen, das gibt's doch gar nicht. Und von hier raus macht es keinen Sinn. Also muss es eigentlich von hier, von hier, von hier. Also irgendwie muss man noch dahin kommen. Es sei denn, man kommt von der anderen Etage wieder hoch oder sowas. Aber uns fehlen ja auch noch zwei Secrets wieder. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt nochmal schauen. Es gibt da zwar jetzt keine 1000%ige Garantie, dass wir da irgendwas finden werden, aber also wir hatten ja einen Anfang mit recht guter, ich sag mal, Anteil an gefundenen Secrets angefangen, aber jetzt lassen wir hier ganz schön nach. Ich meine, man muss jetzt, wenn man sich hier normal durchspielt und so weiter, ja, sicherlich nicht alles finden, um da eine Chance zu haben. Das ist schon klar. Du hast halt eine größere Reichweite, du hast halt unendliche Nachladezeit. Und so wenig Schaden macht halt die Pistole jetzt auch wieder nicht. Klar, was doppelt so viel, du kannst halt weiter schießen. Das ist eine Genauigkeit. After 5 years of Fumium research, I can certainly say it's a lot more intriguing than we ever thought. We must give the research all we can. I keep asking Marcus to assign more people to my research and to ask the Bureau for more scientists too. I'm having fits of anger every other day because of all this inept personnel. We have had 2 serious accidents already because the dumb dabblers can't work safely and rigorously under pressure, like me. Look, I'm raising a child and still leading the research. To top it off, Marcus is putting his nose in things now, asking this and that, and this only slows down my progress. He just can't possibly conceive why it's so important to put every single resource we've got solely into my research. Wie willst du hier etwas finden? Hm? So einer kleinen Wand. Ganz da oben kommt man ja eh nicht hin. Ein Schalter könnte auch an der gegenüberliegenden Wand sein, sagen wir mal. Also maximal, normalerweise ist er ja schon direkt daneben. Na gut, also hier runter kann eigentlich keine Tür aufgehen. Realistischerweise. Aber wie kommen wir hier hin? Also von der anderen Seite irgendwie. Gesagt, Rohre. Hat man ja jetzt relativ viel von irgendwelchen Rohren gehört, aber hoppala. Okay, dann nochmal zurück. Also wir haben ja jetzt einmal in dem Sinne, sag ich mal, die Etage abgeschlossen. Von daher. Ja, zumindest an der Front erstmal. Okay, wir können natürlich auch hier nochmal zum Eingang zurück, aber ich weiß nicht, was uns das bringen soll. Also nicht, dass da nicht genügend Platz wäre, auch für ein Secret. Aber die Zahnräder liefen, denke ich, alle auch am Anfang schon, als wir hier reingekommen sind.
Jetzt, wo wir mal diesen einen Schalter hier mal noch unten gesehen haben, auf der anderen Etage, vielleicht hilft uns das ja auch weiter, aber das ist halt auch sehr, sehr dunkel hier alles. Und der war halt so relativ auffällig, dass ich mal fast vermuten würde, dass wir den damals auch schon gefunden hätten. Wo bin ich jetzt eigentlich reingefallen? Hier? Ne, das ist doch eigentlich geschlossen. Ach so, weil das ja. So rum funktioniert. Hier sind wir abgestürzt. Also wir wissen, dass wir hier nichts durchstecken können. Das funktioniert ja so nicht. Also ja, das Gewehr ist ja riesig, aber auch den Ziegelstein kann man nicht durchstecken. So. Diese Kiste kann man nur schieben. Man kann sie sowieso nur schieben. Also heißt das ja... Das geht ja nur, das wird nur aufgehen, indem man sich da drauf stellt. Oder irgendwas, halt die Kiste da drauf schiebt. Die Frage ist, wie kann man die Kiste darauf schieben? Wenn man sie nur schieben kann, gar nicht. Es sei denn, hier ging in die Wand auf. Dann könnte man jetzt hier durchschieben, aber also... Also müsste es jetzt zwangsläufig hier oder so irgendwo aufgehen. Und hier ist halt dummerweise auch das, wo wir das einzige Secret hier gefunden haben, mit diesen komischen Rohren hier. Das war ja das hier hinten. Also dass es darum geht, hätte ich jetzt für ziemlich abgefahren. Jetzt kann man das nochmal zu sagen. Okay, wenn die einmal offen sind, war es das. Aber wie kommt man denn da hin? Wenn man von hier aus das aufmachen könnte, das würde ja auch nicht funktionieren. Das macht auch nichts. Und hier unten? Ist das ein kleines Loch?
Hier ist ein kleines Loch drin. Kann man genügend Angriffskraft. Ramponierter Kriegshammer. Das Ding mal weg. Der gibt halt minus 20% Ausreihe. Also wir machen ungefähr doppelt so viel Schaden, sind aber halt auch langsamer. Ach so, es verringert den Ausweichen des Ziels. Ah, für 5 Sekunden. Okay. Und wir verlieren halt die Möglichkeit, das Schild zu nehmen. Weil ich denke mal, unser Ding ist tatsächlich einfach besser hier. Das ist nicht schlecht, aber... Jetzt kommt der Witz. Das ist kein Secret. So, wenn da jetzt was drin ist, dann ist dann das Secret. Also, ich meine, ich finde es ja schön, dass wir etwas gefunden haben und es noch mehr geheime Dinge gibt auf der einen Seite, aber andererseits... Das hätte man jetzt schon mal als Secret anerkennen können. Okay, dann weg damit. Und hier kommen wir nicht mehr hinter. Ich weiß nicht, ob man da... Also das wäre noch eine Möglichkeit, dass man dort vielleicht etwas hätte drüber werfen müssen. Wobei hier ist, denke ich, so ein Zaun davor gewesen. Obwohl, das hat, denke ich, nichts zu sagen, weil das ist kein hoher Zaun. Hätte es sein können, dass man da was hinterwerfen kann. Wenn das Secret im Secret dann da hinten gleich noch wäre, wäre das natürlich komplett weg. Aber ist ja Quatsch. Hier ist auf jeden Fall garantiert, dass hier eins ist. Könnte das von hier aus dahin gehen? Naja, in der Theorie schon, aber praktisch ist das schon verdammt weit. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall mal hier... trotzdem mal so ein Ding liegen lassen. Einfach damit das jetzt auch offen ist. Ja, leider nichts Sinnvolles gefunden, aber na gut. So, ja, das wird uns hier nichts nützen. Nochmal zurückzuschalten, wir können es mal machen, aber...
mir wäre jetzt halt auch nicht bekannt, dass man irgendwie so eine Kiste komplett hier wegbekommt. Hier durch kann er nicht schieben. Hier ist das ganze Gedöns. Die Wand haben wir sicherlich schon mehr als einmal jetzt abgeguckt. Lass mal wieder offen, sonst kommen wir wieder hier nicht raus. Aber auch wie man da hinkommt. Entweder hier rum, hier rum. Wir sehen schon mal, dass hier rechts auf jeden Fall eine Wand ist. Muss nicht unbedingt was heißen. Von der Richtung aus ist es dunkel. Das heißt, es könnte theoretisch von da aus dahin gehen. Hier rechts ist auf jeden Fall eine Wand. Also natürlich könnte dort auch einfach die Wand dann aufgehen und man könnte von da aus dorthin kommen. Das wäre jetzt ja auch nicht komplett unmöglich, aber es sieht erstmal so aus, als ob man, wenn, von da kommen würde, wenn es nicht hier drüber geht. Da fehlen ja auch mehrere Plattformen. Also das könnte ja theoretisch gehen. Aber wie? Wow, 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 wow. Die Wand haben wir schon tausendmal abgesucht. Immer haben wir es noch nicht gefunden. Also ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht irgendwo da lang geht. Aber wo? Sieht halt kein Mensch. Die Richtung wäre schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Richtung wäre falsch, das nützt uns ja nichts, wenn es hier innen reingeht. War nicht überhaupt mal generell ein Schalter irgendwie gewesen? Na, der hier mal. Der ist weggedrückt. Ein Teleportationsgerät. Hm.
Eine Teleportation wäre natürlich auch nicht schlecht. Also, wir sollten uns mal eigentlich mit diesen Tests dann weitermachen. War mal ein Versuch wert. Weil direkt darüber halt dieses komische Licht war. Nicht, dass das dann irgendwas mal teleportationsmäßig macht oder so. Da ging es runter. Wir haben ja jetzt zumindest das eine mit der Kiste geschafft, auch wenn es kein Secret war. Einfach nicht, woher was sein soll. Ja, wir versuchen jetzt einfach, das Ding da runterzufallen. Macht wahrscheinlich nicht extrem viel Sinn, aber... Ich werde es jetzt einfach weghaben, wenn wir das zumindest auch probiert haben. Nicht an irgendwie so einen Quatsch hier liegt. Wir haben schon probiert, was zu werfen. Das ging auf jeden Fall auch nicht. Mein zugegeben, es wäre schon etwas schwierig sicherlich zu verlangen, dass er da über die Rohre balanciert oder irgendwie. Aber ich meine, na gut, also er ist jetzt auch unrealistisch, so ein großes Schild zu nehmen oder sowas. Okay, das macht er auch nicht. Ja, du wirst einfach nichts dahinter. Ja. Ich meine, ist ja schön, wir wollen wahrscheinlich verhindern, dass man hier irgendwelche Items wegwirft. Nur irgendwie vergessen, mir mitzuteilen, wie man da hinkommt. Teleporter. Also wenn es ein Teleporter ist, könnte der natürlich theoretisch irgendwo sein. Dass das kein Secret war, ist auch verrückt. Na, ja, egal. Dann gehen wir einmal komplett falsch.
warum dreht ihr euch eigentlich nicht? Oh. Auch ein wenig riskant. Okay, das da drüben haben wir jetzt ja gefunden. Also gehe ich mal nicht davon aus, dass jetzt hier irgendwas gewesen wäre. Macht das nochmal irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Also ja, diese Tür auf und so. Ja, das ist auch Secret verdächtig hier. Aber wo? Ja, also ein von drei Secrets ist halt echt schon ein bisschen schade. Ich meine, wir haben zumindest das mit dieser Kiste da noch herausgefunden und von daher, sagen wir mal, zwei von vier oder so, aber wenn es halt noch so permanente Upgrades und sowas gibt, das wäre natürlich schon schön, wenn man die hätte, aber naja. Gruselige Kleinigkeiten. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe aber nur zwei Secrets. Na, hoffentlich finden wir die mal. Na gut. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir hier mal unseren Save. Das kann weg. Ja, und dann denke ich mal, sind wir dafür heute soweit durch. Also, wenn wir jetzt in diese zwei letzten Ebenen nicht nochmal zurück müssen, rein spieltechnisch, würde ich da jetzt auch nicht nochmal zurückgehen. Also, oder jetzt irgendwie nochmal nachschauen oder so. Also, das muss dann auch nicht sein. Ich gehe mal nicht davon aus, dass man alles finden muss, um da raus. Also, Secrets sollten ja sowieso optional sein. Das wäre eigentlich sicherlich die Idee da. Und ich denke mal nicht, dass wir da jetzt unbedingt alles brauchen, was es dort theoretisch gibt. Von daher, ja, wird schon irgendwie passen. Okay, also da würde ich aber erstmal sagen, für heute wäre es das dann erstmal soweit. Also da, bis dann.